Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal der Hobbyrenovierer. Ja, heute bin ich hier wieder bei meinem aktuellen Projekt. Da habe ich ja schon zwei Videos drüber abgedreht. Einmal Gipskartonplatten anbringen und einmal über das Ständerwerk. Das ist nämlich ein Regal quasi, was ich mir gebaut habe. Hier sind die Fächer. Hier kommen auch noch Lampen rein. Überall. Hier kommt der Schalter dafür rein. Alles drum und dran. Aber da geht es gar nicht heute drum. Es geht nämlich heute wieder um Gipskartonfugen verspachteln. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich alle denken, jetzt macht ihr das schon wieder. Ja, ich mache es schon wieder. Aber da kommen wir nämlich schon zum Punkt. Heute geht es darum. Ich habe mal so eine, sag ich mal, Vorführplatte, dass ihr euch was unter vorstellen könnt. Das ist eine ganz normale Gipskartonplatte. So, aber es gibt verschiedene Gipskartonplatten mit verschiedenen, sag ich mal, Kanten. Das ist eine RK-Kante. Das ist jetzt der Fachbegriff. Man kann auch einfach sagen, komplett abgerundet von beiden Seiten ist die abgerundet, die Platte. Und normalerweise habt ihr halt, sag ich mal, die ganz normalen Platten, die ihr im Fachhandel kauft. Die sind abgeflacht und die haben dann eine 5 cm lange abgeflachte Kante, wo ihr die Spachtelmasse einspachteln könnt. Und wenn ihr dann zwei Platten aneinander gestoßen habt, habt ihr ungefähr 10 cm, wo ihr dann die Spachtelmasse einspachteln könnt und wo ihr euren Glasfaser-Gewebestreifen oder halt normalen Gewebestreifen, wie auch immer, einspachteln könnt. So, das geht hier in diesem Fall leider nicht so einfach. Dachte ich mir, komm, machst du doch mal ein Video darüber, was man da machen kann. Weil mich haben schon einige Leute mal gefragt, ja, was macht man denn bei diesen Platten? Weil das sind, sag ich mal, in der Regel Baumarktplatten, die ihr im Baumarkt kaufen könnt. Im Fachhandel werdet ihr die eher weniger sehen, diese Platten, weil die halt, sag ich mal, nicht optimal sind. Ihr habt halt das Problem, dass diese Fuge eventuell, muss nicht, aber kann, reißen kann, weil ihr halt, wie gesagt, sehr, sehr wenig Spachtelmasse hier einspachteln könnt und daher quasi halt die Spachtelmasse wenig arbeiten kann. Und deswegen würde ich in diesem Fall immer einen Glasfaserstreifen einspachteln. Kennt ihr bestimmt alle. Habe ich schon mal in meinen anderen Videos gezeigt. Dieser Glasfaserstreifen, den würde ich in diesem Fall immer nehmen und mit einspachteln. Das zeige ich euch aber ganz genau gleich, wie das funktioniert. Ne, dann habt ihr halt nochmal die Sicherheit, dass da auch auf jeden Fall nichts passieren kann. Ne? So, würde ich sagen, fangen wir mal an mit dem Spachteln. Ich sag mal so, perfekte Konsistenz muss ich euch vielleicht nicht erklären. Sollte halt nicht zu fest sein, sollte auch nicht so dünn sein, dass es euch wegfließt. Die Spachtelmasse eindrücken. In die Fuge. Ihr könnt in dem Fall erstmal noch gar nichts falsch machen eigentlich. Einzige, was ein bisschen schwer ist, wenn man nicht so groß ist wie ich, da kommt man nicht so gut da dran da oben, aber sonst ist das jetzt keine Schwierigkeit. Also in der Konsistenz, wo ich jetzt die Spachtelmasse habe, ist eigentlich perfekt. Ist nicht zu dünn, nicht zu dick. Weil blöd ist, wenn ihr da irgend so eine Soße habt, die euch dann quasi aus der Fuge rausläuft. Ist natürlich nicht so optimal. Die Schraubenköpfe können wir in dem Fall direkt mit verschließen, wenn die direkt daneben sind, wie in meinem Fall. Weil das wird so oder so alles 3-4 Mal gespachtelt, von daher ist das nicht so schlimm. Das noch nicht mache, aber können wir das direkt in einem Abwasch mitmachen. Ne? So. Dann ganz normal einmal abziehen. Von oben. So ein bisschen Spachtelmasse stehen lassen auf der Fuge, minimal. Jetzt spachtel ich auch die
diese Fuge. So. Diese kleine auch nochmal eben zumachen. So. Dann nehmen wir uns den Streifen. Machen wir ein bisschen ab hier. So. Den setzen wir jetzt oben an. Wenn man in meinem Fall drankommen würde. So. Über die Fuge. Und ziehen ihn einmal ganz sanft ab. Da will er nicht so ganz, ist aber nicht dramatisch. So. Wie gesagt, einmal in die Spachtelmasse ein bisschen eindrücken. Kein Hexenwerk. Lass ich einmal hier fallen. So. So, und dann wäre es das schon im ersten Spachtelgang, wäre es das schon gewesen. So, jetzt habt ihr halt, sag ich mal, die Fuge noch mehr abgesichert, dass auf jeden Fall nichts passieren kann. Ich sag mal so, ich arbeite jetzt hier mit Spachtelmasse von Rigips, Rigips Vario. Der gibt auch an, dass man eigentlich keinen Bewehrungsstreifen mit einspachteln muss. Aber ich sag mal so, bei diesen kleinen Fugen, wo ihr so oder so schon kaum Spachtelmasse reinmacht, würde ich halt immer vorsichtshalber diesen Streifen mit reinmachen. Da seid ihr immer auf der sicheren Seite. So, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum ich hier keinen Bewehrungsstreifen reinmache. Das hat einen ganz einfachen Grund. Diese Fuge ist keine Fabrikkante. Hier hatte ich ja die Fabrikkanten, die von der Fabrik schon vorgefertigt sind. Und hier habe ich eine Kante, die ich selber angeschnitten habe. So, und wenn ich jetzt da schon den Streifen reinmachen würde, habe ich das Problem, dass der sich wahrscheinlich ausbeult, der Streifen. Und dann habt ihr das Problem, dass ihr dann eventuell eine Beule habt. Muss nicht passieren, kann aber passieren. Deswegen den einmal vorspachteln, wie in meinem Fall jetzt hier. Einmal mit Spachtelmasse füllen. Da kann eigentlich noch ein bisschen mehr rein, wie ich gerade sehe. Minimal. Einmal füllen. Das reicht komplett aus. Trocknen lassen. Und da werden wir dann im zweiten Spachtelgang, da den Glasfaserstreifen einspachteln. Die Schrauben, die tue ich natürlich jetzt noch verspachteln hier einmal. Und den Rest auch. Das wäre im Grobe erstmal erklärt, wie das funktioniert, wenn ihr halt diese Kanten habt. Weil viele Leute mich schon gefragt haben, hör mal, was mache ich denn, wenn ich diese Kanten habe, diese unoptimalen Baumarktkanten, will ich jetzt mal so behaupten. Da habe ich schon einiges gesehen, dass sie dann hier mit einem Japan-Spachtel da rumgespachtelt haben und das ist alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Deswegen dachte ich mir, komm, erklär es mal ganz kurz. Vom Prinzip ist es dasselbe wie normale Gipskartonfugen, nur dass ihr halt hier das Problem habt, dass es halt passieren kann, dass die reißen und deswegen würde ich hier immer den Streifen mit einspachteln. Ne? So, meine Lieben, ja, wir haben es jetzt ungefähr eine Stunde trocknen lassen. Ich sag mal so, auf der Baustelle lässt man es natürlich in den seltensten Fällen eine Stunde trocknen. Wenn man die Zeit gar nicht davor hat, dann reichen auch mal 20 Minuten, reicht vollkommen aus. Aber wenn ihr die Zeit habt, am besten natürlich 1 bis 2 Stunden gut antrocknen lassen. So, ja, würde ich sagen, ich habe mir Spachtelmasse wieder angemischt, etwas dünner als die letzte Spachtelladung, weil ich ja jetzt einmal so ein bisschen Finish mache und ja keine Fugen mehr schließen muss. Nehmen wir uns wieder die Spachtelmasse,
Und vom Prinzip ist das jetzt keine schwierige Sache mehr. Auftragen und abziehen. Am besten, wie gesagt, ist natürlich, wenn man ein bisschen größer ist, da kommt man noch überall dran, aber kann nicht alles haben, ne? Wie gesagt, wenn ihr jetzt ein bisschen Spachtelmasse stehen lasst, ist das auch nicht schlimm. Das könnt ihr ja hinterher alles abschleifen. Das ist jetzt oder so euch überlassen. Ich mache das immer so, ich spachtel lieber viermal, da muss ich nämlich nicht schleifen. Aber es machen auch andere Leute so, dass sie, sag ich mal, einen Haufen Spachtelmasse draufklatschen und dann halt hinterher alles runterschleifen. Aber ich mag die Sauerei mit dem Schleifen ehrlich gesagt nicht. Deswegen mache ich das immer so, dass ich das in mehreren Spachtelgängen mache. Aber das kann jeder machen, wie er will. Ich habe auch schon viele Leute mal gefragt, ja, muss man nicht schleifen? Nein, man muss nicht schleifen. Wie gesagt, man muss nur schleifen, wenn man es halt noch nicht glatt hat, so wie man es haben will, dann muss man natürlich schleifen. Dann kommen wir zu der Fuge, wo ich ja eben keinen Glasfaserstreifen eingespachtelt habe. Da machen wir uns jetzt ein bisschen Spachtelmasse drauf. Dass wir den Streifen einspachteln können. So, dann nehmen wir uns den Streifen. Ich bin schon mal so ein bisschen vorbereitet. Setzen uns den ein und gehen einmal sanft drüber. Nur einmal drüber ziehen, das reicht schon vollkommen. Dann nehmt ihr euch ja erstmal noch mal die Spachtelmasse runter. So, dass wir den Glätter sauber haben. Dann nehmt ihr euch einfach den Glätter und reißt das so ab. Ganz einfach. Ne, da müsst ihr jetzt beachten, nicht überlappen. Also jetzt nicht den Glasfaserstreifen in den anderen mit einbetten, ne, der hier lang geht, sollte man nicht machen. So. Und dann wäre es das eigentlich schon für den zweiten Spachtelgang gewesen. Das wie immer trocknen lassen und dann halt nochmal ein drittes Mal rüber gehen. Beim dritten Mal habt ihr dann eigentlich schon, sag ich mal, relativ glatt, so dass man auf jeden Fall tapezieren kann oder auch streichen schon. Aber da kommt es dann wieder darauf an, wie glatt ihr es haben wollt. Jetzt nicht wundern, dass hier noch kein Eckschoner dran gemacht worden ist. Der kommt noch dran. Da werde ich nämlich ein extra Video zu machen, weil ich da einen speziellen, habe ich ihn hier liegen, jetzt habe ich ihn natürlich nicht hier liegen, aber da kommt ein spezieller Eckschoner dran, kein Metall-Eckschoner, sondern ein aus Papier. Aber da wird es auf jeden Fall noch ein extra Video zu geben. Da seid ihr auf jeden Fall schon mal gespannt. Das wird mit Rigips zusammen. Eventuell kommt er mit ins Video, einer von Rigips. Das weiß ich aber noch nicht ganz. Das ist noch nicht ganz sicher. Ja, dann würde ich sagen, ich spachtel jetzt hier noch so ein bisschen und setze hier setze ich schon mal die Eckschoner dran. Die habe ich schon mal vorgeschnitten. Ich komme gleich hier dran. Das mache ich jetzt aber ohne euch. Würde ich sagen, wenn es euch ein bisschen geholfen hat, lasst natürlich einen Daumen nach oben da, wie immer. Muss ich, glaube ich, nicht mehr sagen. Kostenloses Abo natürlich auch nicht vergessen. Lasst gerne einen Kommentar unten da, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Also, bis zum nächsten Mal und ciao.